Herzlich willkommen zu einem neuen Video, nicht aus der Halle 77, sondern wir sind immer noch bei Janosch und ihr habt im letzten Video gesehen, wir haben die ganze Halle von dir vorgestellt. Was machen wir jetzt? R32 Probe fahren. Da steht da, Nummern sind dran, der Phaeton ist beladen, ne? Ja. Schwer beladen mit dreckigen Originalfelgen, Originalauspuff, Originalfahrwerk und. Und ich würde sagen, wir machen jetzt als allererstes direkt die erste Bestandsaufnahme, die erste Probefahrt gleich vorweg. Also wir fahren direkt los und dann können wir ein bisschen drüber sprechen. Du sagtest schon, hinten links der Dämpfer geht auf Block, ne? Genau, oder die Feder. Also irgendwas steht mit Feder, Dämpfer und ich sage euch, ich vermute, mein Ziel ist es mit dem Auto, den übrigens auf Originalzustand zu bringen. Wahrscheinlich. Original Plus vielleicht, also sprich, ein tiefer gesetztes Fahrwerk darf es natürlich sein, aber ich mag die Originalräder. Wobei ich sagen muss, du hast dir bei dem Style ja hier was bei gedacht, ne? Genau, im Grunde ans Originale angelehnt. Es sieht sehr original ans Angelehnte aus. Dann haben wir hier 5x100 Lochkreis, ne? Das ist ja auch nicht so oft, das ist also nicht 512, weil sonst wüsste ich, weiß ich, wo ich die Räder drauf sehen würde? Auf unserem Touran. Ja, auf jeden Fall. Doch, ja. Auf dem Touran würde ich die Räder volle Kanone in 5x112 sehen. Aber leider ist es dann in dem Falle 5x100. Aber die Räder legen wir uns mal beiseite. Irgendwann kann man die mal brauchen. Oder wir lassen es da so. Aber das werden wir alles gleich in der Werkstatt sehen. Ich würde sagen, wir düsen jetzt erstmal los. Und ich sicher sehen wir uns ja auf jeden Fall noch wieder. Und dann bin ich mal gespannt, was der Einser drückt. Was war Angabe? Gibt ein Diagramm 141, aber das glaube ich nicht so ganz. Was schätzt du? 125. Nochmal ist mal drin. Ja. 124. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall und wir starten jetzt los. R32 Probefahrt. Seid gespannt. So, herzlich willkommen im Golf 4 R32. Bin schon ein paar Meter gefahren und der erste Eindruck zu diesem Auto, muss ich gleich sagen, direkt positiv. Also es fährt sich wirklich schön, trotz dass ich weiß, dass das Fahrwerk wirklich nicht mehr das Beste ist. Ich glaube, das ist ein günstiges DTS-Fahrwerk, was schon einiges gelaufen hatte und was der Janosch bereits gegen ein KW gepfeffert ausgetauscht hatte. Nur ich muss zugeben, mir war das KW gepfeffert deutlich zu tief. Zwar mit den Felgen sah das saugeil aus. Ich zeige euch mal ein Bild, wie ich den Wagen hier auch angeboten bekommen habe. Und das sieht natürlich schweinegeil aus, keine Frage. Da wird jeder jetzt sagen, Mensch, ey, hätte das mal alles so gelassen, ich hätte das Fahrwerk ja auch haben können. Aber eingetragen war es auch noch nicht das Fahrwerk, sondern dieses Fahrwerk ist hier eingetragen. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, was wir jetzt mit dem Auto machen. Ob wir da einen kompletten Serien R32 rausmachen oder ob wir sagen, wir machen so ein bisschen Serie Plus und legen den halt wieder tiefer mit einem guten Fahrwerk. Da würde ich natürlich KW anrufen, dass sie mir ein ganz normales Fahrwerk rausschicken, dass sie hier ein ordentliches Fahrwerk einbauen. Aber bis jetzt positiv begeistert. Aber wir haben ja auch, wie ihr seht, eine gerade Straße. Hier ist nichts irgendwie Schlaglöcher oder sonstiges. Ich habe gerade schon gemerkt, was der Janosch meinte, wenn ihr hinten rechts oder hinten links in dem Falle schlägt auf jeden Fall der Dämpfer durch oder die Feder geht auf Block. Hört sich auf jeden Fall für mich da auf Block an. Oh, habt ihr das auch gehört? Saubmäßig ist hier aber schon einer zu Hause. Und soweit ich weiß, ist das ein unbearbeiteter Serienschalldämpfer nur mit umgeschweißten Endrohren. Ist das einfach der Knaller. Schönes Gefühl dieses Auto. Ich muss mir noch mal eine perfekte Sitzposition finden. Ich glaube, das kann mir jeder bestätigen, jeder Golf 2, Golf 3, Golf 1 Fahrer wird es gefeiert haben, wo der Golf 4 rauskam, diese rot-blaue Beleuchtung, wo die rauskam. Ich glaube, es gibt nur einen ganz, ganz geringen Teil, die gesagt haben, mir gefällt das nicht. Aber jeder hat diese Beleuchtungsfarben gefeiert. Ausstattung hier bei dem Auto ist, glaube ich, nicht schlecht. Wir haben ein großes Navigationssystem an Bord, Sitzheizung, ich glaube, das ist alles soweit Serie. Kein Schiebedach, dafür hat der Janosch umgebaut auf, oder der Vorgänger, auf schwarzen Dachhimmel. Aber ich weiß ja, was uns technisch noch alles, oder falsch, ja, ist es technisch? Nee, eigentlich ist es optisch, was uns optisch noch alles erwartet. Oh, wir haben auch einen zweiten Gang anzufahren. Haben wir eigentlich schon gute Öltemperatur? Ah, da unten hat der Janosch nach. Entweder war es der Janosch, der es nachgerüstet hat, unten im Aschbecher. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Öltemperatur und Öldruck. Und wenn ich den Aschbecher zumache, sieht man das nicht. Finde ich eine gute Idee, da ich eh nicht Raucher bin, braucht man das auch nicht. Aber ich lasse es mal auf, dann weiß ich ja, wie viel Temperatur wir haben. Wir haben jetzt eine Öltemperatur von 60 Grad und Öldruck von 4 Bar. Als allererstes, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, ein Golf 4, der auf jeden Fall Mängel hat, 16.000 Euro. Das ist echt viel Geld. Das ist einfach viel, viel
Geld, wo man sich sagt, boah, ist das wert. Wenn wir jetzt gucken nach einem 5er Golf R32, wird günstiger gehandelt wie der 4er. Was macht den 4er R32 so besonders? Schreibt es mal hier in die Kommentare. Was macht den 4er R32 so besonders gegenüber dem 5er Golf? Meine Meinung zum 5er Golf kennt ihr, aber mich würde es mal interessieren, was ihr so sagt, warum das so anders ist. Polizei mit Blaulicht. Ah, da darf man nicht reinfahren. Suchen bestimmten Verbrecher. Wenn Polizei da ist, darf man da mal Gas geben. Ich würde ja mal Sound gerne hören. Ich habe ja immer gesagt, der Motor ist eine Luftpumpe. Untenrum fühlt sich das jetzt gar nicht so langsam an. Aber wenn ich auf dem Tacho gucke, haben wir übrigens gehört, das Fahrwerk, aber wenn ich so auf dem Tacho gucke, ist das gar nicht so schlecht. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, untenrum ist das gar nicht so schlecht. Wir gucken gleich mal, wenn wir mal einmal freies Fliegen haben auf der Autobahn. Ich gucke gerade, wie viel Sprit. Ach, knapp unterhalb, ey, da komme ich ja sogar bis nach Hause. Wir haben jetzt noch gute 100 Kilometer vor uns. Aber eins muss ich sagen, fährt echt cool. Also das muss ich sagen, es fühlt sich echt cool an. Und jetzt sieht man auch die Unterschiede, die wir zum Beispiel im Mutlos-Video gesehen haben. Hier mit diesen Geriffelten zum Beispiel. Dass ein R32 nur hat. Dann habe ich nachgelesen oder auch von euch gelesen, dass die Spiegel beim R32 kleiner sind als die vom normalen Golf 4, aber größer sind wie der Beifahrerspiegel vom Golf 4. Also der R32 hat wohl schon so ein paar Unterschiede, aber man merkt schon, dass hier mit viel Hubraum ein Sechszylinder drin ist in einem Golf. Also ich fahre im sechsten Gang bei 1700 Umdrehungen und du gibst Gas und merkst, das Auto kraftvoll mit Drehmoment beschleunigt. Also schlecht ist das auf keinen Fall. Doch, ich merke, ich habe es richtig gemacht. Ich war mir die ganze Zeit unsicher und habe mir gedacht, irgendwie muss ich hier ein Auto mir besorgen, um den Mutlu seinen Fünftürer vielleicht aus der Tasche zu leiern. Und hiermit habe ich vielleicht, wo ich sagen kann, hey Mutlu, du möchtest du vielleicht einen Umbau machen auf Turbo, weil er hat, ihr wisst ja, der Mutlu hat auch noch einen Turbo R32 mit gerade mal 50.000 Kilometern. Der hier hat schon 190 gelaufen, da sind zwar Belege bei und sowas, aber trotz alledem, wisst ihr, könnte man das vielleicht auch als Tauschobjekt nehmen oder ich verkaufe ihn nachher halt wieder, wenn ich dem Mutlu sein Fahrzeug habe. Weil ich sage euch, bleibt dabei, ich bin absoluter Fünftürer-Fan. Mir gefällt das Fünftürige besser. Sound für ein Serienauto, also Serienauspuff. Wie gesagt, der Auspuff ist nicht geöffnet, der ist nicht aufgetrennt. Ich glaube, da ist die Klappe festgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Und Endrohre sind geändert. Aber das Auto klingt schweinegeil. Wirklich schweinegeil. Ich glaube,
gegenüber dem Golf 3 VR6 ist das obenrum noch mal eine Nummer stärker. Wobei ich glaube, dass das Allrad ihm auch ein bisschen Leistung nimmt. Ich kann mich noch an Mutlos Radleistung erinnern, da hat man 130 PS am Rad. Wer will auch so 130 PS am Rad machen? Mit Sicherheit sogar. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Habt ihr Erfahrung, Golf 3 VR6 zu einem R32? Ob sich da obenrum so viel getan hat auf der Autobahn? Oder sagt man, ey, auf der Autobahn ist ein Golf 3 VR6 schon für einen 3er Golf sehr schnell unterwegs. Der 3er Golf wird ja auch nochmal deutlich leichter sein wie der 4er Golf. Und wir haben kein Allrad beim 3er, was wir mitstellen müssen. Aber wie gesagt, zum Rasen ist dieses Auto, glaube ich, für mich eh nicht gedacht, sondern mein Ziel ist es, dieses Auto wieder möglichst originalgetreu oder Serie Plus, nennen wir es mal, wieder hinzustellen, dass man wieder einen schönen R32 hat, wo man sich dran erfreuen kann, wenn man einen auf der Straße sieht. Weil ich behaupte, mittlerweile sieht man die schon sehr, sehr selten. Und jedes Mal, wenn wir bei Volkswagen Classic waren, habe ich mit dem R32, die haben ja ein DSG R32, sehr stark geliebt und habe mir gesagt, boah, R32 wäre schon geil. Dann kam Mutlu mit seinem Fünftürer und da war es bei mir vorbei. Da habe ich gedacht, so, jetzt gucke ich bei Kleinanzeigen. Das habe ich sogar mit Mutlu noch an dem Wochenende gemacht. Und dann wurde halt dieses Fahrzeug vom Janosch angeboten. Habe es erst gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Habe gesagt, ach ja, war schön bei dir zu sein. Ich melde mich mal bei dir wegen Video, weil wirklich mich haben seine Autos, seine Projekte, die der Janosch in seiner Halle da verwirklicht, so stark abgeholt, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall eine Kamera mitnehmen und wollte das zeigen. Und wollte deshalb nochmal schreiben und dann kam das Thema R32 natürlich wieder auf. Und da habe ich gedacht, ja, mit den Mängeln ist er mir doch ein bisschen zu teuer. Wenn du eine privat verkaufst, kriegst du vielleicht mehr Geld. Da sagt er, ja klar, aber dann habe ich wieder Ärger. Und irgendwie sind wir dann aneinander gekommen und haben gesagt, komm, weißt du was, für die 16.150 Euro ist er deiner. Und du kriegst doch die ganzen Originalteile dabei, die Originalfelgen. Und die Rotiformfelgen sind ja auch noch ein bisschen Geld wert, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wenn man da so ein bisschen hin und her schachert und ein paar Sachen verkauft, kommt man da vielleicht auch wieder mit dem Autopreis billiger. Aber ich bin mal gespannt, was wir jetzt gleich in der Halle 77 uns anschauen, wenn wir den Wagen mal auf die Bühne heben und wir machen mal eine Bestandsaufnahme, weil es wird immer dunkler. Gefahren sind wir eine. Technische Mängel, die ich jetzt beim Technischen hier beschreiben könnte, ist Stoßdämpfer. Also das Fahrwerk muss auf jeden Fall neu. Entweder muss Originalfahrwerk rein, das haben wir im Kofferraum liegen, das können wir uns angucken. Oder wir müssen gar ein neues bestellen. Aber sonst kann ich technisch keinen Mangel feststellen. Sitzheizung klappt, Radio klappt, Navi klappt, alle Beleuchtungen klappt. Das Auto zieht dafür, dass das Fahrwerk umgebaut ist, weder nach rechts noch nach links. Also ich kann hier bei der Probefahrt keine Mängel feststellen, außer Stoßdämpfer hinten links, dass der durchschlägt oder die Feder auf Block geht. So, wir sind in der Werkstatt angekommen und jetzt haben wir gesagt, gehen wir auf Außencheck. Im ersten Video habt ihr vielleicht schon so zwei, drei kleine Details gesehen, was von außen los ist. Als allererstes möchte ich jetzt erstmal hier die ganze Runde fragen, wirklich die ganze Runde. Daniel, was hältst du von einem Golf 4 R32 oder generell Golf 4? Ist das für dich schon Jankreiber? Vom Gefühl her nicht, ne? Aber irgendwie dann doch schon, wenn man auf die Papiere guckt, oder? 21 Jahre ist dieses Auto. Na. Der Golf 4 ist 98 rausgekommen, also ist das ja mittlerweile 25 Jahre alt, wenn du den Golf 4 generell nimmst. Und es dauert nicht mehr lang, gerade mal 5 Jahre, das Ding ein H-Kennzeichen. Das ist für mich nicht mal vorstellbar, dass ein Auto ein H-Kennzeichen bekommt. Es sieht alles außer alt aus. Geil, was VW damals gebaut hat. Aber ich persönlich würde es mir nicht in die Garage stellen. Weil, können wir auch offen drüber sprechen, da stehen 16.000 Euro. Das, was da jetzt stehen, sind 16.000 Euro. Ich spreche da ganz offen. Das, für das Geld kriegst du auch bestimmt geile andere Fahrzeuge. Auf jeden Fall. Ja. Da kriegst du einen wunderschönen Einser für, auch als GTI schon, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du Glück hast, sogar ein Pirelli. Ja, wenn du, genau, wenn du ein bisschen suchst und Geduld hast, vielleicht nicht einen perfekten, aber einen guten Pirelli-Golf. Ein Zweier-Golf gibt es mit Sicherheit, ein G60, ein Golf Country oder was auch immer, also auch Top-Modelle. Ja, und Dreier-Golf brauche ich ja gar nicht erzählen, für 16.000 Euro holst du dir das schönste Dreier-Modell, was es gibt. Schon krass, ne? Ja, schon. Ich finde es unfassbar viel Geld. Du würdest dir auf jeden Fall nicht in die Garage stellen. Ich würde mir nicht die Garage stellen, obwohl er mir, also wie gesagt, also technisch und optisch
einfach nur ein Sahnestück. Verstehst du diesen Hype um dieses Auto? Es ist, das Auto wird ja teurer gehandelt. Warum? Weil es der Golf zu damaligen Zeiten rauskommt und man sagt, wow, ne? Genau, ja. Das war einfach da, das so, wie wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, du nimmst jetzt den R36 Passat. Ja, oder Lancia Delta Integrale. Ja, so irgendwie eins noch drüber über den Standard. Ja, aber es gab ja den Vierer auch als normalen GTI, ne? Ja. Das war halt 0815 wahrscheinlich. Ja. Und das, also ich denke, das ist der Hype. Ich habe sie auch schon in dem Video gefragt. Den 5er Golf gibt es ja auch als R32. Ja. Ist kostet übertrieben gesehen die Hälfte. Mhm. Gute R32 kosten 20, Vierer. Und für 10 habe ich einen gesehen, einen guten 5er. Okay. Verstehe ich nicht. Also da verstehe ich es wirklich nicht. Eigentlich müsste er jünger sein und demnach der Preis sich vertauschen. Ne? Naja, aber da kommt dann der Kultfaktor halt einfach. Und ich glaube, der 5er Golf, ich weiß nicht, mache ich mich jetzt unbeliebt, ist, glaube ich, einer der unbeliebtesten Golf. Ist bei mir zum Beispiel, wenn Golf, der unbeliebteste Golf. Wie gesagt, ich kann es nicht mal erklären, warum. Ich glaube, ich würde sogar den 8er bevorzugen von 5er. Mhm. Und der 8er ist nicht gerade der schönste, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wenn, dann würde ich das bevorzugen. Kurze Beyond Beeper Pause. Weiß jemand, wo die Fliesen hier in der Halle sind? Weil das sind die. Und diese hier sind größer. Woher kommen die? Du bist mein Vermieter, ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, aber du hast schon so viele angebohrt, deswegen dachte ich, du wüsstest es noch. Jan, was sagst du zum R32? Wenn man einfach mal im Gegenzug nimmt, den Golf 4 gab es auch als 2,8er Allrad. Ja. Und dann nehme man den R32, das ist eine ganz andere Fahrzeugklasse geworden. Front, Seitenpartie, Schweller. R32 im Golf 4 ist einfach so dieses Auto, mehr ging dort nicht. Mehr konnte man dort zu dem Zeitpunkt augenscheinlich optisch nicht rausmachen. Es ist immer noch schön. Verstehst du den Hype um das Auto? Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch einen Golf 5 gefahren. Aber wenn ich den Golf 5 gegen den Golf 4 nehme, dann ist der Golf 5 einfach hässlich. Es fing dann bei den meisten erst wieder Golf 6, Golf 7 an, wo die Scheinwerfer dann auch mal irgendwie wieder eine Silhouette kriegten und nicht so Glubschaugen hatten. Ich glaube, Golf 5-Fahrer werden uns alle nicht mögen, ne? Halle 77, kein Golf 5-Thema. Wär's dir, wenn du 16.000 hättest, wäre dir das wert gewesen? Jetzt, du hast das ja noch nicht gesehen. Würdest du dir kein anderes Auto holen für das Geld? Wo du sagst, da würde ich mir lieber doch einen 6er Golf GTI holen, normal. Kommt immer drauf an, was man mit dem Auto vorhat. Also ich sag mal so, wenn man diese 16.000 Euro übrig hat und hat dort ein vernünftiges Alltagsfahrzeug, was, ich sag mal, im Großen und Ganzen im Alltag gefahren werden kann, aber halt häufiger rumsteht, wenn man es übrig hat, ist das Fahrzeug natürlich das passend. Wenn du sagst, okay, du hast 16.000 Euro übrig und du brauchst das typische Alltagsfahrzeug, dann holst du dir einen 6er GTI. Das ist einfach so. Stimmt, wobei das Auto, ganz ehrlich, habe ich ja schon auf der Fahrt hierher gesagt, abgesehen von bei der Probefahrt, von den hinteren Stoßdämpfern, die durchschlagen, habe ich nichts Negatives festgestellt. Es fährt wirklich ganz toll und ich war positiv überrascht, trotz der extremen Tieferlegung und der Felgen. Ja, aber das ist ja ähnlich wie bei unserem Probefahrtvideo mit dem Kossi. Das sind halt Fahrzeuge, du kriegst sie nicht mehr regelmäßig. Du hast sie nicht regelmäßig. Es ist jetzt, wenn du das Geld übrig hast, ist es ein gutes Fahrzeug für dich für den Alltag. Aber wenn du sagst, du möchtest das Fahrzeug haben, weil du Bock drauf hast, dann ist es eher so nach dem Motto, okay, du brauchst das Geld und kannst es auch mal wegstellen. Du hast noch was anderes. Das stimmt, aber du hast einen guten Vergleich zum Kossi gezogen, wobei da es nochmal Differenzen gibt. Der Kossi ist halt breiter und deswegen halt nochmal extrem teurer. Aber das ist ja auch das Topmodell, hat ähnliche Leistungen und hat Allradantrieb. Ja, und der Kossi wird das Doppelte, gar Dreifache gehandelt zu so einem R32. Ein schönes Beispiel ist bei dem ja nichts anderes. Einmal Frontschütze plus Scheinwerfer, dafür kannst du schon wieder einen Golf 4 1,8T kaufen. Aber du kannst jeden 75 PS Golf 4 auf die Optik umbauen. Das ist null Problem, weil es die Außen, Karosserieteile, Türen, Kotflügel, Seitenteile, nichts anderes ist. Du kannst selbst die Vorderfront auf den Golf 3 Cabrio umbauen. Zum Beispiel. Also ich sage ja, das Problem ist einfach nur, die Vorderfront kostet dann so viel wie drei Golf 3 Cabrio. Ein R32 sich optisch zu bauen, kein Problem. Sich ein Escort Cosworth nachzubauen, Spiel nicht machbar. Julian, R32. Schönes Auto. Willst du auch sagen, verstehst du den Hype um dieses Auto? Ja und nein. Also ja, im Sinne von eben Speerspitze. Ich weiß ja, es hat so vom Dreiergolf damals ja auch, es war ein bisschen in Planung, aber die Zeit war einfach noch nicht so weit. Es sollte ja auch mal was über dem VR6 geben, wo schon in die Richtung R32 geht. Vierergolf war es endlich soweit. Ich muss ganz ehrlich sagen, der normale Vierergolf war damals sogar mein Fahrschulauto. Und von daher, ich fand den super bieder, muss ich sagen, den Vierergolf. Also ich bin auch so eher Richtung so 1,3, muss ich sagen, weil 3 war halt mein erstes Auto, dann 2 und dann eher 4.
Es ist halt, ich glaube, das ist ein bisschen wie beim S2 halt auch, weißt du? Es wird höher gehypt, als das es eigentlich ist, weil du hast den perfekten Ding mit dem 5er Golf R32. Von der Technik her ist es das gleiche, eher sogar meiner Meinung nach besser wahrscheinlich. Ja, ist ja nichts anderes und von daher. Jetzt auf dieses Auto. Genau dieses Auto meine ich. Guck mal, das aber ist der A59, den sind wir ja sogar schon mal gefahren. Spielst du auf dieses Das war das Auto, was ja eigentlich für die Planung war. Richtig. Also das war geplant für den Übergolf quasi damals mit Allradantrieb etc. Genau. Hier ist es halt zum Standard geworden. Ja. Ich habe die damals schon gefeuert, wo die rausgekommen sind. Ich weiß, Golf 4, jeder kann sich daran erinnern, blau-rote Beleuchtung, das war jeder. Also jeder, der selbst Golf nicht gemocht hat, sagt, okay, Beleuchtung ist schon irgendwie geil. Ich glaube, da gibt es gerade mal 10%, die Beleuchtung nicht feiern. Es gab auch viele, die im Dreiergolf das umgebaut haben. Gab es ohne Ende. Ja. Ralf, was kann ich dich denn zu einem 4er R32 fragen? Sound ist gut, ansonsten ist mir das zu neu. Es sieht modern aus, ne? Das Auto sieht richtig. Kannst du dir vorstellen, dass das in 5 Jahren Hakenzeichen bekommen würde, der Golf? Also Golf 4? Nee, das kann ich mir bei jetzigen Autos schon nicht vorstellen. Gib ich dir recht. Golf 3 in Hakenzeichen, was ja schon gibt. Audi 80 B4 in Hakenzeichen. Meine S2 Coupé Hakenzeichen. Corsa B. Also bei anderen Leuten ist das ein neumodisches Auto übrigens, ein Corsa B. Wie ist eigentlich deine Meinung dazu? Also jetzt ja, das. Das ist ein bisschen gemein, weil Patrick hat gerade gesagt, er würde sich sowas niemals in die Garage stellen. Wenn ich jemals in meinem Leben eine Garage habe, dann steht sowas da drin. Im 5 auch? Wenn es eine Doppelgarage ist und der noch reinpasst. 190er vor der Garage? 190er vor der Garage, ja. Oh, weia, wo ist denn dann dein Polo? Wenn sowas da wäre, wäre der Polo nicht mehr da. Was wäre, wenn ID Buzz noch dazukommt? Ja, das ist einfach voll. Merkt ihr das Problem, warum ich sage, das könnte mein Junior sein? Ich könnte wirklich so sagen. So, jetzt wollen wir aber nicht mehr lang schnacken. Jetzt gehen wir mal um den Zustand des Autos. Was ich ja von außen schon gezeigt habe, ist diverse Dältchen, Lackschäden. Das ist für mich normaler Gebrauchszustand, ne? Mhm. So, am Dach. Ich weiß, da muss mal eine Macke gewesen sein, die jemand ausgeflext hat. Oder Rost weggeflext hat und dann anschließend mit der Sprühdose lackiert. So, und das zieht sich. Moment, können gleich hier bleiben. Typisch, ich glaube, das ist ein typisches Golf 4 Problem. Hier sieht man, fängt es an zu rosten. Kotflügel, das sind die Sachen, die wir vor Ort sehen. Hier siehst du schon, das kommt hoch. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Video erinnern vom Werkstatt Alltag mit dem Golfschweller, den silbernen Golfschweller. Das ist ein Golf 4. Ansonsten, sage ich mal, sind das alles normale Gebrauchsspuren. So Kratzerchen hier. Ich sag mal, obwohl, das sieht so aus, ob bei irgendwo mal einer leicht draufgerumpelt ist. Normale Gebrauchsspuren. Sehe ich gerade, da hinten ist noch eine Macke. Wir haben den übrigens gerade extra einmal übergewaschen, um den genau anzugucken. Weil ich glaube, das ist Schmutz. Ne? Gerade mal Heckklappe hat der nichts. Ja, sieht gut aus. Heckklappe sieht gut aus. Gebrauchsspuren da. So, und dann frage ich mich, was ist hier passiert? Oh, war da Rost? Schon auch mit der Sprühdose beilackiert. Ich vermute, hier ist dann poliert worden, durchpoliert worden. Also ihr seht schon mal die ersten Sachen, die wir auf jeden Fall lackieren müssen. Ne? Ja. Ich weiß vom Vorbesitzer, vom Janosch, die Tür ist vom Schrottplatz, von irgendeinem Standard Golf 4. Kannst du umbauen, weil die auf der Seite auch so rostig war und hier oben auch mit der Sprühdose beilackiert war. Farbunterschied? Ich sehe keinen. Nee. Innenraum habe ich ja schon gesagt, Zustand. Der Laufleistung entsprechend, abgesehen von der Fußmatte, würde ich das als gut betiteln. Das Lenkrad ist so ein bisschen mehr abgegriffelt. Der Fahrersitz ist vom Ein- und Aussteigen ein bisschen in Leidenschaft gezogen. Nicht dolle. Schaltknauf hast du vorhin schon gesehen. Schaltschema ist nicht mehr zu erkennen. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe das Auto gekauft. Im Ist-Zustand habe den vorher einmal hochgehoben und mir sind die Mängel alle bewusst. Also hier hat der Käufer mir nichts verschwiegen. Ich habe mir das Auto angeguckt. Hab mir dann nochmal die Marktentwicklung des R32 angeguckt und habe gesagt, okay, wenn du so einen haben willst, musst du in die Tasche packen. Ich weiß ja auch, was Mutlu für seinen Viertürer bezahlt hat aus Japan. Ich weiß, was der Umbau kostet, was da alles noch gemacht werden muss. Und ich sag euch, dann ist der zwar günstiger wie der, aber das ist schon jetzt im Startpreis immer noch recht hoch. Und ich sage ja immer noch, Dreitürer. Ich persönlich bin immer noch dabei, ich finde den Fünftürer nicht viel schlechter, aber praktischer. Deswegen würde ich das Praktische bevorzugen vor dem, man sagt ja, er sieht sportlicher aus. Ich bleibe immer noch dabei. Was, ob der jetzt eine Tür mehr ist, macht für mich die sportliche Note nicht kaputt bei dem Auto. Zumal ich es fast stimmiger finde, weil die Tür doch sehr lang ist. Das finde ich zum Beispiel persönlich meine Meinung, wenn du ein sportliches Auto bewegst, dann sind es 3 Türen. Aber wenn warum? Ich einen 5-Türer habe, das ist so, das, da,
Dankeschön. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, welches Argument du nennst, was du sagst, was die Fünftürer-Optik zerstört. Ich finde, so ein Auto ist nichts, also nichts, was man alltäglich bewegt. Und da möchte man einfach etwas Besonderes haben. Und wenn er Fünftürer um und um fährt, dann schaut das nach Familienkutsche aus. Da kann ich noch einen Kindersitz ordentlich hinten reingeben und etc. Ja, aber das macht doch nichts an der Sportlichkeit des Autos aus, auch nicht der Optik. Ich finde, Gewicht, glaube ich. Gewicht, ja, mag ich sein. Julian, zwei oder willst du drei oder fünf Türer? Wäre es dir egal? Bei dem? Ja. Ja, da war ich auch schon eher beim Dreitürer. Ist jetzt vielleicht in der Situation. Sieht sportlicher aus. Ich finde, das sieht irgendwie sportlicher aus. Und was ist in der jetzigen Situation? Dann ist die anders. Irgendwie muss ich meine. Also mir wäre es ehrlich egal. Aber der Janosch hat mir einen Grund genannt, ja, was Sportlichkeit ausmacht. Wenn du dich reinsetzt in ein Auto und du setzt dich in den Sitz zurück und guckst links aus dem Fenster, ist das geil. Das ist richtig, weil die B-Säule weiter hinten. Genau, und wenn du einen Viertürer hast, setzt du dich neben und sitzt direkt neben der B-Säule, sagt er. Und das ist so, will ich nicht. Mhm. Und da sage ich euch, da bin ich bei euch. Und von außen, der Radlauf kommt beim Dreitürer mehr zur Geltung. Der hintere, der sieht ja schon breit aus beim Golf 4, serienmäßig. Und beim Viertürer geht es so ein bisschen unter. Und dir wäre das vollkommen Schnurz. Ich behaupte sogar, mir wäre. Also, ich merke langsam, dass ich auch wackel. Aber an sich muss ich sagen, finde ich den Viertürer auf keinen Fall schlechter. Also, wenn das ein Viertürer wäre, wäre es für mich kein Argument gewesen, zu sagen, nee, den kaufe ich nicht oder ich gebe weniger Geld. Okay. Gar kein Fall. Da bin ich bei dir. Aber wenn du jetzt die Wahl hättest, da steht ein Dreitürer und ein Fünftürer. Gleiche Geld, schaut genau. Ich glaube, vor dieser Situation werde ich bald stehen. Ah. Weil der Mutlu, wenn seiner fertig ist, hat er zu mir, Marco, ich komme zu dir und dann gucken wir. Und ich glaube, ich stehe vor die Situation und dann bin ich gespannt. Ich glaube, letztendlich machst du das von den Kriterien aus, wie das Auto felgenmäßig aussieht. Mhm. Und so überhaupt, die ganze Eindruck. Aber es kann sein, was ich recht geben muss, dieses Auto vermittelt die Sportlichkeit und du fühlst dich zumindest wie der König in dem Auto vom Sound und überhaupt Fahrfeeling her. Es kann sein, dass du wirklich die B-Säule da sagst, so, ey, okay, das schränkt mich gerade ein, es wirkt nicht so cool mit dem Arm auf der Fensterbank und so. Okay. Es könnte sein, dass das doch vielleicht ein Argument ist. Was sagst du denn generell, Fahrwerk, Tieferlegung, Räder, Auspuff? Finde ich so, wie er jetzt, also Auspuff habe ich jetzt nur vorhin einmal von oben aus dem Büro gehört, das klang schon ziemlich gut. Und Fahrwerk und Tieferlegung finde ich top das bei dem ja Auto. Fahrwerk haben wir gesagt, müssen wir neu machen. Ja. Werden wir auch mit KW gleich mal telefonieren. Ob vielleicht Mutlu auch ein Fahrwerk will, dann können wir vielleicht gleich zwei Fahrwerke bestellen. Mhm. Weil das muss neu, ich finde, das Fahrwerk zerstört gerade den ganzen Eindruck des Autos. Den kompletten, es macht komplett den Fahreindruck kaputt. Wir haben ja die Originalräder dabei bekommen. Die sind echt im schlechten Zustand. Wir haben einen Originalauspuff dabei bekommen. Mhm. Übrigens die Schweißnähte, man denkt, der wurde schon mal geöffnet, ne? Ist Serie, hat der auch. Original Fahrwerk, sieht ein bisschen ramponiert schon aus. Hat halt auch 150.000 gelaufen gehabt, ne? Mhm. Aber wichtig ist es dabei. Felgen. Die müssen dringend zum Mutlu, würde ich sagen, ne? Ja. Das ist noch eine der guten, wenn wir uns die da drunter anschauen. Alter Schwede. Wie kriegt man das denn hin? Ich glaube, Salz. Das unterwandert einfach und dann platzt die Bepulverung oder Beschichtung ab, weil wie man hier unschwer erkennen kann, sind Winterreifen drauf. Mhm. Und der Vorbesitzer vom Janosch hat gesagt, boah, der ist toll im Winter gefahren, Allradantrieb. Oh, klasse. Wofür kaufst du dir das Allrad? Ja, S2 hast du dir damals auch gekauft, um zu sagen, geil, ich habe im Winter ein Allradfahrzeug. Mhm. So, unter der Motorhaube haben wir ja gemeinsam noch nicht geschaut. Was fällt dir als allererstes auf, Sven? Ui, ansaugungstechnisch sieht das interessant aus. Das Krasse ist, das ist sogar eingetragen. Ich persönlich bin da überhaupt kein Fan von. Auch wenn hier Frischluft zugelegt wurde, wahrscheinlich vorne von unten. Das werden wir vielleicht gleich wiederfinden. Aber generell bin ich da kein Fan von. Ich glaube, was auch nicht Serie ist, dass die Dinger blau sind. Ich meine, sie auch rot im Kopf. Ich meine, ich habe sie auch immer rot im Kopf. Der Motor ist bei, ich müsste mal die Belege gleich raus. Und ich selber habe die Belege noch nicht gesichtet. Wir können sie aber mal einblenden. Ich meine, ich habe was gehört, um die 100.000. Ist die Steuerkette mal gerissen und da ist der Unterbau neu gekommen. Oder sogar Zylinderkopf, ich weiß, oder Motor. Und bei 150.000 hat der Janosch nochmal die Kette gewechselt. Also die Kette hat also demnach jetzt 42.000 gelaufen. Der Motor ist ja generell, weiß man das ja, Steuerkettengeschichte,
anfällig ist das falsche Wort, aber man kennt das Problem schon bei dem Auto. Das ist mir auch bewusst. Der Motor speziell klingt echt gut, im warmen sowie im kalten. Was mir aufgefallen ist, da sind Zusatzinstrumente drin, diese Öltemperatur und Öldruck. Bei 95 Grad warmem Öl hat er laut dieser Anzeige, ob wir der glauben können oder nicht, weiß ich nicht, einen Öldruck von 0,5 bar. Das erscheint mir sehr wenig. Andersrum, die originale Ölkontrollleuchte ist ja noch angeschlossen. Deswegen habe ich den Aschenbecher einfach zugezogen, weil beim normalen Golf würdest du es nicht sehen. Wir wissen auch nicht, was für ein Öl der gefahren hat. Oh doch, Mobil 1 5W50. Ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Öl. Hätte ich jetzt auch gefahren bei dem Motor, dass das bei hoher Viskosität, also bei hoher Temperatur noch eine gute Viskosität hat. Aber ansonsten sehe ich jetzt im Motorraum nichts Schlimmes. Ich weiß, dass eine Lambda-Sonde vor kurzem neu gekommen ist. Er hat es ja auch im ersten Video gesagt, das war eine Hassliebe, weil dieses Auto viel, viel Ärger gemacht hat. Also sprich von Steuerkette angefangen über elektrische Bauteile, über Sachen, die nicht funktioniert haben. Also er hatte wirklich viel Ärger mit dem Auto. Er sagt, das war aber einfach eine Hassliebe. Und er hat das Auto halt benutzt. Und was ich das Geilste an der ganzen Sache finde in dem ersten Video, er hatte mal selber 2000, jetzt muss ich zurückrechnen, 9 Jahre hat er den gehabt, 2015 also circa gekauft für um die 9000 Euro. Ist halt geil, ne? Was willst du da falsch machen? Du fährst ein Auto und bekommst, auch wenn du Geld reingesteckt hast, nach 7 oder 9 Jahren, 7.000 Euro mehr, über 7.000 Euro mehr. Geil. Ja. Geiler kann man kein Auto fahren, meiner Meinung nach. Und mich stört das null. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir hier keine schlechte Grundsubstanz gekauft haben. Auch, wenn wir jetzt mal hochheben, weil lackmäßig, das wird ja schon teuer, sag ich mal. Dach lackieren, Heckklappe, Stoßstange hinten lackieren, Motorhaube vielleicht lackieren, also. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf Rost ein. Ich mache die Stelle hier mal, versuche mal ein bisschen sauber zu machen. Das ist ja die Sachen, die man schon als Laie ohne eine Hebebühne sieht. Guck mal den Kotflügel an. Oder Kotflügel. Und guck dir mal den Schweller an. Was erahnst du da? Rost. Und das nicht so schlecht, ne? Mhm. Typisches Golf 4 Problem. Die wichtigsten Bauteile sind ja so wie Stoßfänger. Das, ich glaube, die kriegst du kaum noch. Das sind normale Gebrauchsspuren für mich. Also original weiß ich nicht, wie es aussieht. Das ist wahrscheinlich was schwieriger, aber ich glaube, es gibt auch irre viele Nachbaudinger, ne? Meinst du? Ja. Ach ja, das ist ja halt das Krasse, dass du jederzeit dir ein R32 Optik bauen kannst, selbst wenn du einen 1.9er TDI hast, ne? Zum Beispiel, ich habe gar nicht nach Bremsen geguckt. Oh, die fühlt sich aber frisch an, die vordere Bremsscheibe. Jan, siehst du die Belagstärke an der Vorderachse? Hätte ich gerade geschaut, du hast hier auf dem Belag noch 50% ungefähr. Aber Scheibe ist frisch, ne? Ja. Scheibe schick, Klötze dick, habe ich schon mal gehört. Also Bremse vorne gut. Da ist schon Wachs drauf gesprüht, auch die richtige Entscheidung. Dann ist es nämlich seitdem nicht weitergerostet. Übrigens, den Rost hat er auch schon vor 9 Jahren gehabt. Das Auto wurde halt im Winter bewegt. Ich um einen sauber machen, aber ich sag mal so, so können wir uns das Ganze halt nur wirklich genau angucken. Ne? Mhm. Ich glaube, die hinteren Radläufe rosten auch ganz gerne beim Golf. Sehen aber super aus. Sehen super aus. Scheibe hinten, auch sehr gut. Oh, ich freue mich schon auf, also ohne Spaß, ich bin richtig stolz auf so ein Auto. Also da merke ich so, der Mutlu hat mich damit so hart, weil ich den dann das erste Mal wieder live gesehen habe. Und R32 ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass wir über so ein Auto sprechen. Nee. Sei es bei Volkswagen, dem Beetle RSI, dann wieder immer wieder taucht ja das Thema R32 für mich auf jeden Fall auf. Und deswegen hat mich das jetzt mit Mutlu so stark abgeholt, dass ich gesagt habe, hey, ich muss so ein Auto jetzt auch irgendwie haben. Zu Mutlu habe ich gesagt, das ist irgendwie so. Ich sag, du stehst doch so auf 3-Türer, ja? Er sagt, ich habe mir jetzt auch, ich hole mir wahrscheinlich auch einen. Ja, dann können wir mal gucken, dann können wir da vielleicht Turbo-Kit, dann, weißt du, also es wurde schon so hin und her, weil ich sagte, der Zustand ist auch nicht so, dass man sagt, das ist kein Wegstellauto für die Garage, kein Sammlergolf, weil der Zustand ist halt einfach ehrlich. Wie ist denn das? Du bist jetzt von Volkswagen Classic den DSG gefahren und hier den Handschalter. Was würdest du eher bevorzugen? Unabhängig der Seltenheit? Ja. Definitiv den Handschalter. Okay. Obwohl ich auch DSG-Getriebe wirklich geil finde. Aber dieses Auto ist ja jetzt kein Beschleunigungswunder, dass ich direkt Schaltgetriebe brauche. Ja. Und deswegen würde ich da, glaube ich, mir schon die Emotion des Handschaltens geben. Und wenn du mich jetzt fragst, das würde ich dich auch gerne mal fragen, Beetle RSI oder R32? Oh, ist fies. Aber ich glaube, da würde ich den Beetle nehmen. Ich glaube, ich würde den Golf nehmen. Schwer. Also da würde ich, glaube ich, den Beetle nehmen. Weil er wieder das Endchen ist, was so ein bisschen anders ist. 100%. Mit diesen riesen Heckflügel, mit den Schweller, mit dem Carbon-Paket von innen. Das ist halt so der Über-Beetle. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich halt den Über-Beetle nehmen. Allein die Türverkleidung, das ist so Endstufe. Das ist so sexy. Ja. Manuelle Fensterheber in so einem modernen Auto. Voll geil. Hier hast du natürlich alles elektrisch. Was sagst du denn zu den Endrohren? Wären mir, glaube ich, eine Nummer zu groß, passen aber, füllen die Stoßstange ganz gut perfekt, aus. Ne? Perfekt rein. Jungs, ihr habt jetzt auch schon ein bisschen geguckt, was ist so? Habt ihr schon
Ah, ihr seid schon unter dem Auto die ganze Zeit gewesen. Also, ich finde es nicht schlimm. Oh, okay. Warte, dann gehen wir gleich mal hoch. Da kenne ich schlimmere Golf 4 und Golf 3. Ich muss noch dazu sagen, der Janosch hat das von sich selbst gesagt. Übrigens, cooler Dude. Mein erster Gedanke war, ich so, hey Janosch, hast du nicht Bock, bei uns ein bisschen was zu machen? Habe ich wirklich gefragt. Er sagt, ja, wenn die Strecke nicht wäre, 110 Kilometer Entfernung, hatte ich echt Bock. Er hat auch sofort gesagt, ja, zum Beispiel mit Patrick unheimlich viele Gemeinsamkeiten. Er sagt, er feiert den Patrick auch so sehr, weil er hat mir so viele Sachen erzählt, das gebe ich doch nicht aus. Das gucke ich mir erst mal an, bevor ich da Geld ausgebe, ob ich es nicht günstiger reparieren kann. Und so wie es bei uns hier in der Halle 77 halt abläuft, sagt er, könnt ihr sich vorstellen, perfekt in dem Team zu arbeiten. Also würde ich auch irgendwo ein bisschen fühlen, muss ich zugeben. Also ein Patrick, der auf tiefer Autos steht, würde ich mir auch gefallen lassen. der Janosch hatte auch Höhenangst, das hat er auch offiziell bekannt. So, was mir als erstes auffällt, Sven, Motorgetriebe, ja, ist schön dicht. Also hier tropft nichts ab, hier läuft nichts runter. Fehlt? Mir ist da nichts Negatives aufgefallen. Fehlt denn hier eine Pappe? Ich glaube, nein. Man sieht natürlich schon, Low-Fahren bedeutet das. Das ist zum Thema Tieffahren, ne? Yes. Ja, du fühlst das, ne? Was man auch sieht, ich vermute, hier ist normal eine Halterung dran. Die scheint irgendwie weggekommen zu sein. Oh. Vermutlich. Ansonsten, Achsteile. Oh, ich sehe gerade Fahrwerk. Denkst du, ist da noch Luft nach unten? Ein bisschen noch, aber nee, nicht mehr viel. Nee, geht glaube ich nicht, weil sonst am Reifen schleift. Ich glaube, der Janosch hat schon alles gegeben, was geht, glaub mir. Deswegen hat er sich ja das KW gepfeffert geholt, dass das schön tief geht. Guter Mann. Ich glaube, ihr wärt euch direkt einig gewesen. Was, ja, ich denke du auch. Du hast ja im Videomaterial gesehen. So, also technikmäßig ist hier, glaube ich, nicht so viel schlechte Sachen, ne? Also er fuhr auch wirklich gut, unabhängig vom Fahrwerk. Eine Klimaleitung ist kaputt, hat er mir aber gesagt, sieht man, glaube ich, von hier nicht. Mhm. Und hat er im Kofferraum gesagt, da ist wohl schwer zu bekommen, weil ersatzlos entfallen. Hier zum Beispiel sehe ich, ich glaube, da hat er mal was neu gemacht, die hintere HD, also die vordere HD-Scheibe, ich weiß gar nicht, ob die bei dem Verteilergetriebe auch noch HD-Scheiben heißen, scheint neu zu sein. Also sieht zumindest frisch aus. Jetzt kommen wir mal auf die schlimmen Punkte. Erstmal frage ich mich, wo bockt man den auf? Ich glaube, das ist die eigentliche Aufbockstelle von dem Fahrzeug, ne? Da, wo es auf dem Blech ist. Da, wo dieses gewellte Blech hier ist. Mhm. So, aber man sieht, dass der Schweller schon doch so einen Bogen hier macht, ne? Ja. Weil die Autos natürlich auch oft angehoben werden mit normalen Kurbelwagenhebern in privaten Garagen. Und dann entsteht sowas hier. Normal müsstest du das wieder rausziehen und instand setzen. Also es fängt beim Golf 1 an und geht bis Golf, jeder Golf hat das. Also Golf 3 gibt es das, Golf 2 gibt es das. Das ist wirklich nichts Besonderes. Aber hier zum Beispiel hat der Janosch schon geschweißt. Da war er durch. Mhm. Da siehst du auch, hier kann ich erahnen, dass hier ein Blech drüber gesetzt wird. Normalerweise, um perfekt zu gucken, müsste man den Schweller abbauen. Jetzt gehen wir mal einfach rüber. Oh. Aua. Siehst du das? Yes. Schweller durch. Mhm. Das heißt, wir müssen die Verkleidung hier abnehmen und müssen den Schweller auseinandernehmen. Und hier vorne, boah, der linke Schweller ist hinüber, ne? Ich kenne es vom Skoda Fabia, da nimmt man dann da ein komplettes Eck raus. Bis da nach hinten. Wir würden wahrscheinlich viel mehr sehen, wenn wir den Schweller abbauen würden. Jetzt ganz ehrlich, Leute, du sagst es ganz locker, Golf 4 normal. Zeig mir einen Golf 2, der keinen Unfallschaden hatte. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema, der so rostig ist. Der Unterschied beim Golf 2 ist, der läuft heute noch mit Wachs aus. Ja, ich glaube auch. Die Golf 2s wurden damals gewachst, Golf 1 nicht. Das Golf 2 wurden damals so stark Hohlraum versiegelt, da hinten die Spuren kennt fast jeder. An der Heckklappe läuft es dann über Seitenteil der Wachs. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen beim Golf 2. Heute noch Golf 2 ist, wenn du mit dem Heißluftföhn an die Heckklappe gehst, siehst du auf einmal, wie es raustropft und über die Heckklappe, also über das Heckblech wegläuft. Und beim Golf 3 wurde das, glaube ich, schon nicht mehr gemacht. Und Golf 4 sieht man ja Sparmaßnahme. Und das ist das Ergebnis. Aber ich hatte den viel schlechter in Erinnerung. Habe ich vielleicht doch gut verhandelt, ne? Mhm. Ein oder andere mal falsch angebockt, aber im Großen und Ganzen. Das würde ich auch sagen. Aber das trauen wir uns hier zu, ne? Ja. Ich würde sogar einen Reparatursatz an Schweller holen und auf dann. Auf jeden Fall, ja. Und dann jetzt nicht einfach so einen Flicken drauf machen, sondern wirklich da austrennen, wo alles rostig ist und das Ganze neu verschweißen. Und dann lackieren lassen und der Schweller kommt ja eh wieder drüber. Wie gesagt, hier kriegen wir kein. Ich möchte hieraus kein Käsehäubchen-Auto machen, wo man sagt,
Den will ich mir in eine Garage stellen. Käsehäubchen hat er, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das, ja, ja, diese Käseglocke. Unter einer Käseglocke, dass da ja keine Sauerstoff drankommt. Das ist halt ein Fahrzeug, der hat 190.000 gelaufen, die Karosserie. Und das sind halt Spuren eines R32, finde ich. Aber da ist es ja super, dass das nur so ein Kunststoffschweller ist, wenn man den abmachen kann, alles darunter ganz regulär Golf 4 ist, ne? Ja. Kriegst du ja bestimmt Sachen wie Sand am Meer. Genau, selbst Türen. Aber was mir aufgefallen ist, das wird den Julian wahrscheinlich stören, das Blech hier, ne? Das würdest du doch schon wieder schick machen wollen, ne? Wenn das so ein Sammelauto wäre, oder? Also sagen wir mal so, würde man jetzt da diese Schwinge überholen, weil alle Gummis durch sind, dann würde ich das in diesem Atemzug mitmachen. Ja. Aber wir wissen ja, Fahrwerk muss eh raus. Und guck mal hier, das ist schon, oh, das kann man gar nicht mehr höher drehen. Aber ich glaube, hier hat der Janik auch mit der Feder mal nachgeholfen. Aha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Original ist. Und wenn man den Wagen einfedert, weiß ich, liegen die Windungen hier alle auf Block. Und deswegen schlägt das wahrscheinlich auch durch, weil hier ist der Dämpfer. Der sieht eigentlich noch soweit ganz gut aus. Aber fahrwerksmäßig haben wir gesagt, wenn du dir das anguckst. Ne, das habe ich mir auch gerade gewundert. Alles Serie. Oh, ich würde das ja noch höher drehen. Guck mal hier, man könnte das jetzt auch mal ein bisschen höher drehen. Guck mal, es geht sogar noch. Gleich fällt der Verstellteller da raus. Nee, da ist auch richtig Platz. Könntest du das ein bisschen höher drehen? Ich weiß, dass der Janosch Höhenangst hat, aber wir wollen ja hier nicht so viel Höhenangst haben. Endrohre sind ungeschweißt. Auch hier, ich finde, es hat einen Charme. Ist mit Schutzgas damals gemacht worden. Aber wir haben ja einen Originalschalldämpfer dabei bekommen. Das ist ja das Geile. Und das Geile ist, man denkt auch hier, der Schalldämpfer wäre aufgemacht, weil hier Schweißnähte sind. Nein, der Schalldämpfer ist nicht geöffnet. Er ist wirklich ungeöffnet. Das Einzige, was ist, ich glaube, ah, der hat das schön gemacht. Der Schlauch ist zwar dran, aber die Klappe ist ausgehangen und festgesetzt. Weil hier zum Beispiel, guck mal hier rüber, hier ist, siehst du das? Mhm. Ist also ausgehangen, weil die Klappe festgesetzt ist. Ich überlege gerade, was macht denn die Klappe? Es geht rein, wenn die Klappe zu ist, ist hier Ende, dann geht die durch den Schalldämpfer. Und hier ist so ein Bogen, wo die wahrscheinlich den Schalldämpfer wahrscheinlich zum Teil übergeht und direkt gleich in den Endrohr reingeht. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Ja, aber so, so schlecht von unten ist er jetzt wirklich nicht, ne? Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, ne? Und zum Beispiel, ich sag euch, ich würde die Ausfahrlage nicht verändern. Ist das ohne TÜV, ja, ne? Ja. Das darf man nicht machen. Nee, ne? Das darf man nicht machen. Oh. Diese Originalschweißnähte, glaube ich, in der Polizeikontrolle schon schwierig zu erklären, stellenweise. Ja, aber komm mit. Ja, kompletter Serienschalldämpfer. Hier ist die Klappe noch eingegangen, hier ist auch alles noch in Funktion. Es ist wirklich noch in Ordnung mit Serienendrohre. Mhm. Und mutlos Auto, ich glaube, die Klappe öffnet erst bei 70 km/h. Aber ich finde, findest du den jetzt viel zu laut? Nee, gar nicht. Der ist eigentlich so gar nicht schlecht. Ja, Originalfahrwerk, haben wir gesagt, ist hierbei. Das Schöne ist, ich habe ja alle Serienteile. Die originalen Felgen, das originale Fahrwerk, die originale Auspuffanlage. Wir könnten jetzt jederzeit da einen originalen R32 wieder rausmachen. Wirklich original. Ich bin mir selbst nicht sicher. Würdest du den Serie zurückbauen, Originalfelgen, komplettes Originalfahrwerk? Würdest du den nur tiefer legen mit Originalfelgen? Was würdest du machen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt den Bus gefahren eine Woche lang. Mhm. Der hatte dieses Billigjom irgendwie gewählt. Das ist ein Fahrwerk für 300 Euro. Genau. Fährt super gut für 300 Euro. Also ich würde den Originalfelgen tiefer legen und original aus. Also Originaloptik, aber einmal tiefer legen. Jan, was wir zumachen? Felgen drauf lassen und Felgen auch runter? R32 muss R2. Das ist das. Felgen sehen einfach dazu immer noch passend aus, aber das hatten wir gerade schon mal im Vorgespräch. Ich mag dieses Konkav zum Beispiel gar nicht, du feierst es. Ah, ich finde das voll geil. Das ich finde auch, hier wurde sich ja ans Serienrad so ein bisschen orientiert. Und ich muss zugeben, widersprechen tue ich mir ein wenig, indem ich sage, das Lotus Omega Rad, was zu dem Auto passt, gefällt mir nicht. Das ist mir zu klein. Bei dem Auto sage ich, ich finde das Serienrad toll auf dem Auto. Aber hier haben wir schon 18 Zoll auf dem Golf. Und ich finde die Originalfelge, wenn der Mutlo uns die frisch macht, mit so einem Sterling Silber, mit einem richtig geilen Silber, leichten Chromeffekt drin, glaube ich auf dem Auto auch nicht schlecht. Aber ich würde hier auch auf jeden Fall ein gutes Gewindefahrwerk einbauen, dass das Fahrzeug nicht so wie jetzt hinten einfach rumpoltert, sondern wirklich auch sauber federt. Julian, was würdest du denn machen? Würdest du die Felgen drauf lassen und ein schönes Fahrwerk oder würdest du Serienräder fahren? Doch, mir gefallen, wenn ich ehrlich sein soll. Sind schick. Das Geile ist, wenn wir ein Fahrwerk bestellen, man kann, das sind ja wieder, sind wir beim Thema, wieder 20 Radschräubchen, können wir sie jederzeit ändern. Ne? Mhm. Wobei ich sage, die Felge wird der Sven mir wieder recht geben.
wenn ich das Fahrwerk deutlich höher schraube, 2-3 cm, dann wird die Felge nicht mehr aussehen wegen den Tire-Stretch. Ne? Ja. Weil das muss schon sehr in den Radkasten saftig reingehen. Ne? Richtig. Was du machen würdest, brauche ich dich nicht fragen. Du hättest das gepfeffert nämlich drin gelassen und alles wäre schön gewesen. Ne? Ja, drin gelassen, genau. Ich hätte die Felgen auf jeden Fall drauf gelassen. Vielleicht eine andere Abgasanlage, je nachdem wie das klingt. Eine komplette Abgasanlage? Ja, große Bremsen drauf. Und also eine Abgasanlage mit TÜV meinst du? Ja, ja, ja. Und Bremse wird zu ändern? Bremse würde ich auch ändern. Weil die Optik dir wegen Blau nicht fällt oder einfach weil es zu klein ist? Weil zufällig genau die von meinem Polo hier drauf passt. Oh, ich sehe hier aber schon, die sieht ja echt doch schick aus. Ich sehe den Daniel schon so ein kleines R drauf machen. Das hat es vielleicht gar nicht gegeben, ne? Ja, ich finde auf so, also auf dieser Art von Bremse, den finde ich, sieht das immer ein bisschen schwierig aus, wenn man da was drauf schreibt. Nur so ein kleines R? Ja, aber es sieht immer so sehr drauf gebastelt aus, finde ich. Ja auch. Es gibt einfach Bremssätze, die sehen so richtig, da muss was draufstehen, wie ja. Bei deinem A8 zum Beispiel. Und ich finde, bei so einem, der sieht so im Schlicht. Ich weiß, weil das einfach nur, ja. Das ist einfach nur ein Spritzguss oder richtig, weiß der Teufel, genau. Was das ist. Einfach nur blau lackierter Sattel. Genau. Das ist ja wahrscheinlich eine Standardbremsanlage. Was ich noch nicht geguckt habe, wir gucken mal im Kofferraum, was da alles drin liegt. Heckklappe sollte, wie gesagt, auch vor einem ganz normalen Golf 4 passen, abgesehen vom Dachkartenspoiler und dem Emblem. So, mal gucken, was der uns alles hier reingepackt hat. Als allererstes, das war mir auch wichtig, ich glaube, das ist das vordere Ansaugblech oder Batterieabdeckung könnte das sein, irgendwas. Und hier ist der originale Luftfilter. Weil das hier zum Beispiel finde ich sehr, sehr wichtig, weil das würde ich wieder einbauen. Leg mir den schon mal raus. Golf 4 R32 Teile. Weiß ich nicht, was der Janosch uns hier beigetan hat. Komm, wir lernen das mal einfach aus. Was sieht? Ein Aschenbecher, LED-Kennzeichenbeleuchtung. Ah. Vielleicht ist das die Originale, ne? Oh, das sind schon schwarze. Ich glaube, das könnte ich dem Mutlu geben, glaube ich. Weil der Mutlu braucht ja auch Teile. Weil ich glaube, auch schwarzen. Ja, der Mutlu hat das erste, was er gesagt hat, was das Auto natürlich auch schöner macht, der schwarze Innenraum. Und hier sind, glaube ich, diverse Ersatzteile und die Originalteile vom hellen Himmel. Das sind alles Innenraumteile. Mhm. Schalter, Knöpfe. Ich finde es aber geil. Aber wenn jemand 9 Jahre ein Auto besessen hat, legt man sich ja auch ein Sammelsurium an Teile weg. Ne? Das ist wohl das Wichtigste. Das ist eine Klimaleitung von einem 2.8er Golf 4. Und diese Leitung ist ersatzlos entfallen und bekommst du nicht mehr. Diese Leitung hat er in Holland gekauft von einem 2.8er und er sagte, von der optischen Seite her sieht das aus, ob das passt. Die müssen wir auf jeden Fall noch einbauen. Und ich glaube, das wird auch ein schönes Späßchen. Guck mal, Julian. Du hast ja viel mit neueren auch Autos gemacht. Oh, ich müsste mal gut einsortieren, dass nichts wegkommt. Und hier sehe ich noch was. Ah. Oh, ein originaler Aschenbecher in Schwarz. Weil wir wissen ja, dass hier die Zusatzinstrumente drin sind. Mhm. Und ich glaube, hier den Deckel kann man bestimmt umbauen, weil der Originaldeckel ist ja so eloxiert, so silbereloxiert. Aber schön, dass alle Teile so dabei sind, wo wir alles so ein bisschen hin und her rüsten kann. Ja. So, dann haben wir ja gesehen, dass hier so ein Dötscher ist. Mhm. Ich hoffe, dass wir hier drunter nichts haben. Hier siehst du auch, der Kofferraum ist halt auch benutzt worden, ne, wenn du das so anguckst. Ja. Kann man das noch rausnehmen, aber selbst, das ist schon mal wichtig, um die Felgen abzumachen. Mhm. Das ist wichtig, um die Luft zu prüfen beim Reifen. Ist der, selbst der Schraubenzieher ist da. Der Schraubendreher. Dieses Wendeteil? Ja. Ah. Und hier ist die Farbe LC9Z. Ich glaube, das ist eine Standard, ganz normale Golffarbe. Ja, also so habe ich mir den angeguckt, so habe ich den mir auch erwartet und die Probefahrt war ja wie gesagt gut. Und ihr sagt, ich habe gar nicht so einen großen Schrott angeschlört. Überhaupt nicht. Na gut, Auto ist ja, wenn du so willst, gerade mal ist ja gerade Anfang der Youngtimer. Wenn ich so überlege, was wir da retten, das war ein Scheunenfund, was 10 Jahre stand. Aber Schweller kriegen wir selber hin, ne? Ja. Würde ich auch sagen, dass wir Schwellerteile bestellen, die Sachen einbauen und... Würdet ihr Luftfilter original einbauen? Ich ja. Ich glaube ich auch. Können wir hier mal gucken. So sitzt der hier drin und solange wie der staubig ist, ist der drin. Ob das Leistung nimmt oder bringt, weiß ich auch jetzt nicht in dem Falle. Aber ich würde einfach sagen, wir haben jetzt schon wieder ein längeres Video, länger weit ausgeholt, viele Fragen gestellt. Ich würde sagen, was wir als nächstes machen, bevor wir den zerlegen und reparieren und schweißen und die Leitung erneuern, fahren wir mal auf den Prüfstand, vergleichen mal den Filter mit dem Filter, ob wir Leistungsunterschiede haben und wie gesund der ist und dann fangen wir zu reparieren. Aber das Ganze im nächsten Video. Bis dahin, ciao.